aus dem Herzen Italiens, aus der Hauptstadt, aus Rom, sitzen im Stadio Olimpico und neben mir Platz genommen Sebastian Elmer. Ja, herzlich willkommen und danke, Tom. Also hier sind zwei Mannschaften zu Hause, Lazio und der AS Rom, und Sie hören es gleich schon. Die Stimmung ist prima bei uns auch, Tom, und wir freuen uns auf ein richtig gutes Fußballspiel. Iberani. Pazzini. Sevilla. Das war ein gutes Tackling, das war eine faire Aktion. Pazzini. Ja, das Stellungsspiel war gefordert. Und ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart, dieser Eckball. Gamberini. Und solche Chancen macht er normalerweise rein. Locky. Jetzt haben sie sich die Führung geholt. Da muss man glauben. Achtung, da entwickelt sich was. Und so sehr sie sich auch mühen und es versuchen, sie kommen einfach nicht an den Ball. Ja, da krasse Abwehr des Keepers. Sauri. Und jetzt schauen wir genau hin. Und er ist der Spezialist und auf der Linie gerettet. Und das ist das Tor. Ja, Zuschauer, sowas nennt man Doppelschlag. Und die spielen jetzt richtig guten Fußball, oder Sebastian? Ja, das ist natürlich auch genau das, was ein Fußballspiel ausmacht. Dieses Selbstvertrauen, was sich automatisch einstellt nach dem ersten. Souverän hat er dem Gegner den Ball abgenommen. Leichtfertig einen Ballverlust riskieren, mein lieber Mann. Und Olivo. Pandev. Berami. Na, da macht er sich ganz lang und hat ihn. Kann er sagen, mit dem Foul hat er sich gleich mal prima eingeführt heute. Gibt gleich gelb. So, jetzt liegen sie in Führung. Auf den Assistenten, der da die Fahne gehoben hat. Oh, da stand der Spieler wirklich sehr knapp im Abseits. Da hat der Schiedsrichter ein wirklich gutes Auge gehabt. Und aufgepasst, liebe Zuschauer. Keine schlechte Position für einen Einwurf. Mauri. Schuss. Oh. Und das war eine Glanzparade des Keepers. Sauri. Ja, das sieht vielversprechend aus. Berami. Pfosten. Und. Sevilla. Spielsituation genau richtig einschätzen und profitiert davon. Berami. Und das gibt jetzt eine Möglichkeit. Und er schlägt die Flanke. Also da muss man sich einfach was anderes einfallen lassen. Der Ball war zu schwach. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Berami. Achtung, da entwickelt sich was. Ja, das ist aber auch eine ganz schwache Abwehrleistung. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Der Ball ist im Tor aus und das gibt Ecke. Mauri, das war ein Klassenschuss. Was soll er da anders machen? Am Ende war es halt einfach Pech, dass der Ball wickeln. Und da kommt die Flanke auf den Lampen. Auch bei dem Torwart, da müssen wir schon ein bisschen was anderes überlegen. Ja, klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ganz faires Tackling. Überhaupt keine Frage. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Völlig zu Recht. Christian Ledesma. Achtung, das könnte gefährlich werden. Tor, und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird es nochmal richtig
dramatisch. Das ist der Ausgleich. Jorgensen klärt die Situation. Klare Sache, logisch. Freistoß. Und dieses wird die Führung. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel drei Treffer zu erzielen. Ja, ein tolles Tor nach dieser Standardsituation. Da kann man natürlich auch als Abwehrspieler überhaupt nichts machen. Also das haben sie sich wirklich verdient. Und mit diesem Tor gehen sie 2:1 in Führung. Gamberini. Super Flanke. Ja, da standen sie ganz dicht vor dem Ausgleichstreffer. Den Ball im Tor unterzubringen, da muss man den Verteidigern aber ausdrücklich auch mal ein Kompliment machen. Den haben sie richtig gut zugestellt. Macht er ihn rein und mit dem Treffer. So, und nach diesem Tor ist jetzt alles wieder offen. Oh, der hätte genauso gut an die Latte gehen können. Und es steht unentschieden und ich weiß nicht, ob hier einer... Das Timing beim Tackling. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Da wirft er sich dazwischen und den Schuss abgemacht. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Uifaluschi. Mauri. Gut gehalten, aber es gibt erneut Ecke. Ah, da ist das